Hallöchen Leute und willkommen zurück zu F1 2017. Heute geht's mit einem Renault R26 an den Start. Das Fahrzeug aus 2006, mit dem Fernando Alonso Weltmeister wurde. Und ja, dementsprechend fahren wir auch hier in Spanien, in Katalonia. Denn ja, Fernando Alonso, Spanien, ich glaube, da ist die Verbindung relativ schnell hergestellt. Gut, ansonsten habe ich gerade eben schon mal geschaut, was man hier einstellen kann. Ich habe mal einen etwas höheren Bremsdruck genommen. Ich möchte immer eine höhere Bremskraft sagen. Ist im Prinzip, glaube ich, dasselbe. Und ich glaube, unseren Nachteil auf der Geraden sollten wir ein bisschen kompensieren durch relativ niedrige Flügel. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, ohne hier lange rumzutratschen. Let's go! Bis jetzt schaut das auch einigermaßen gut aus. Ein paar Plätze mit einem etwas chaotischen Start gut gemacht. Und ich glaube, wir sind am Ferrari F2007 dran. Ja, und auf der Geraden kommt natürlich ein Ferrari angeschossen. Sehr schön. Kurve 3 ist es, glaube ich. Die kriegen wir hier voll. Ja, und auch Kurve 8 ist es, glaube ich. Die können wir fast voll nehmen. Das Fahrzeug ist ein bisschen ungewohnt, wenn man gerade eben den F2002 in Österreich gefahren ist. Auch noch im Regen. Ja, und da vorne gibt es wieder ein dickes Überholmanöver. Fahrer vor mir. Ich wollte da nicht voll reinziehen. Seien wir mal ehrlich, gegen die Ferrari hier bringt das auch nichts. In den Kurven bist du zwar gleich auf, aber auch in Barcelona sind die einfach viel zu schnell. Einer tuckert da vorne ganz einsam rum. Aber das ist nicht so schlimm. Dafür haben wir einige andere Kollegen, mit denen wir hier fahren können. Machen auch ein bisschen Druck bei uns. Und
Vielleicht kriegen wir auch nochmal zum Rennende hin Izumi. Eins vierundzwanzig wollte ich schon fast sagen. Das wäre eine super Zeit gewesen. Fahrer vor mir. Izumi vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,3 Sekunden. Du musst pro Runde ein Zehntel auf. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 24,1. Ja, eine Zehntel schneller. Damit kann man tatsächlich leben. Oh, und wenn ich das richtig beobachte, ist hinter dem Renault, der hinter uns gerade fährt, nochmal ein Red Bull. Okay, das war jetzt richtig flott. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Das sah nicht so gut aus, die Haarnadel. Aber hier in der Rechtskurve. Richtig gut unterwegs gewesen. Ich glaube, allein da haben wir eine halbe Sekunde gut gemacht. Sehr schön, Vollgas hier durch. Das Fahrzeug hat wirklich eine wundervolle Kurvenlage. Bringt dir allerdings auch nicht viel im Vergleich zu den V10ern, wenn da jemand ist, der eine 1,20er Zeit hier hinlegen kann. So, aber Kurve 3 hier Vollgas nehmen, das macht Laune. 4 Zehntel nochmal im Delta. Krass. Ich glaube, in der letzten Runde haben wir auch schon sogar ein bisschen mehr als 4 Zehntel rausgeholt aus dem ersten Sektor. Oh, ich glaube sogar, die Kurve bekommt man voll und der Red Bull ist hinter uns. Wird jetzt ziemlich ungemütlich, während da vorne jemand wahrscheinlich sogar in die 1,19er Region gleich kommen wird. Weit entfernt sind die nicht. Na komm schon, Red Bull, du kannst auf der Geraden nicht überholen. Sieh's ein. Und der Abstand zu Izumi ist mittlerweile nicht mal mehr eine Sekunde groß. Ja, das kann echt noch was werden.
Ich finde es ja sehr, sehr schön immer, dass man dann mit einem Fahrzeug gegen ein ganz anderes Auto kämpft und hinter einem hat man noch mal einen ganz anderen Wagen. In dem Fall halt den Red Bull. Das ist einfach super. Eieieiei. Ja, der ist in der Kurvenfahrt extrem flott. Auf der Geraden würde er sich so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Hat aber Windschatten. Kurve 3 versemmelt, der Red Bull ist direkt drin. Ein wenig vermasselt. Ich glaube, der Red Bull muss hier nicht bremsen für die Rechtskurve. Ein paar Infos zu Coppens. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Volle Konzentration, um hier wieder ranzukommen. Man merkt, dass der Redeanteil wahrscheinlich von Video zu Video ein bisschen sinkt. Die Traktion vom RB6 ist einfach verrückt. Wobei es könnte auch wieder nur die KI sein, die da einfach mega gute Traktion hat. Und es ist nicht fahrzeugabhängig ist. Das kann natürlich auch gut sein. Aber ich bin ein bisschen irritiert, dass der F2007 sich hier doch so schwer tut auf dieser Strecke. Spricht Bände über die Pace des Fahrzeugs tatsächlich, denn eigentlich habe ich ihn auf der etwas kurvigeren Strecke hier als einen klaren, ja, Kandidaten für eine etwas bessere Position gesehen. Jawohl, Wilhelm Kaufmann dreht da einsam seine Runden. Hat sicher richtig viel Spaß. Bestzeiten fährt er immerhin. Könnte, glaube ich, sogar einen Boxenstopp machen und wäre immer noch Erster. Echt nicht leicht, hier ranzukommen und vorbeizukommen. Oh mein Gott, und da ist noch mal jemand mit einem V10 Ferrari.
Mal ein bisschen später bremsen in Kurve 1. Weitere Grenzen des Fahrzeugs ausloten. Ich glaube, das könnte geholfen haben. 32.000stel. Ich finde es ja extrem, dass das Fahrzeug bis 20.500 hochdreht. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Ein paar Infos zu Calabresi. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Ja, das ist ein Pilot, der eher hinter uns war. Danke für die Vorwarnung. Ich finde den neuen Jeff wirklich praktisch. Oh mein Gott. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Natürlich machen wir freiwillig eher weniger Platz. ...1.19.0 von Kaufmann. Boah, ansonsten ist das Mittelfeld hier echt krass, ne? Also die Jagd nach dem einzigen Punkt, den es hier für die meisten Anwärter noch in Aussicht gibt, der erweist sich hier wieder als richtig, richtig krasse... ...richtig, richtig krasse... ...ja, was soll man sagen? Als richtig krasses Szenario. Mir fehlen die Worte. Merkt aber auch, dass alle Fahrzeuge hier im Umkreis zumindest im Moment noch relativ gleich schnell sind. Okay, außer der Ferrari 2002, 2004. Hab nicht so drauf geachtet, was es für einer ist. Wir werden es schon beim Ergebnis dann sehen. Der ist einfach extrem schnell. Perfekte Zeit, an den Red Bull ranzukommen, denn der hat jetzt in den Kurven, da wo er seinen Vorteil schöpft, einen in Anführungszeichen lahmärschigen Ferrari vor der Nase.
Das ist einfach super lustig. Der Red Bull bleibt einfach rundenlang dran, aber... Also beziehungsweise kurvenlang in dem Fall jetzt. Er würde rundenlang dranbleiben. Hat aber keine Chance, auf der Geraden zu überholen. Und in den Kurven muss er sich halt unterordnen. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Oh, und irgendeiner hat da gerade Probleme an seinem Auto, glaube ich. Murray, auf Platz 9 liegend. Verliert hier gerade extrem viel Zeit. Das ist unsere Chance. Alter Verwalter. Ja, also in Online-Rennen, da wird's echt lustig, denn da macht man tendenziell ja häufiger Fehler. Oder die anderen machen mehr Fehler. Und dadurch werden hin und wieder auch die Fahrzeuge hin und her wechseln. Was so die Position angeht. Und wenn dann die langsamen ein bisschen weiter vorn sind, das wäre sehr lustig. Du kannst natürlich rundenlang Probleme geben beim Überholen, dass man es nicht hinbekommt. Aber genauso gut könnte der Vordermann auch einen Fehler machen. Jetzt sind wir hier dran. Boah, der Red Bull ist aber auch schon wieder dran. Das kam ein bisschen unerwartet, dass er so früh bremst. War aber in den Runden zuvor auch so, mein Fehler. So, Kaufmann gewinnt das Rennen relativ unepisch. Wir sind in den Punkterängen. Wie ist denn das passiert? Ich dachte, es ging vorhin um P10. Dann ist der Ferrari vorbei. Dann ging es, glaube ich, um P11. Und unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Passt alles wunderbar, Mate. Jawohl, wenn er da schon so unfassbar früh bremst, dann muss man das auch irgendwann ausnutzen. GG! Der 9. Platz und auch noch eine persönliche... Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Und auch noch eine persönliche Bestzeit hier in der letzten Runde. Und wenn man mal bedenkt, dass wir bei diesem Überholmanöver selbstverständlich auch nicht auf der Ideallinie waren, hätte es sogar noch ein bisschen besser klappen können und er hier... Jawohl, er kann sich das Grinsen nicht verkneifen und holt den Sieg. Ja, also der Renault R26... Krasses Gefährt, aber halt auch leider deutlich langsamer. Ja, deutlich langsamer als die V10er Maschinen. Und ja, auch 2010
hat Red Bull dann ein entsprechend deutlich schnelleres Fahrzeug hingestellt. Aber ich bin überrascht, dass er in der Kurvenfahrt tatsächlich auch besser ist als der F2007. Damit habe ich nicht wirklich gerechnet. Wow, und Kaufmann ist ja gar nicht ein F2004 gefahren, sondern der ist genau den Red Bull gefahren, bei dem der gute Herr hier, oder ja doch, Lukas Roth, ich muss da die ganze Zeit an eine gewisse Politikerin denken bei dem Nachnamen. Denk mir so, Motorsport und Wahlkampf, der, egal, passt nicht wirklich zusammen, wie dem auch sei. Das wäre aber ein ziemlich gutes Placement eigentlich für einen Wahlkampf. Ja, aber kommen wir mal von den lustigen Gedanken weg. Das ist halt der Red Bull, der da vorne einfach Runde für Runde Bestzeiten gefahren ist. Und hier sieht man, der F2004, der wäre vielleicht in die Region gekommen, denn der fährt auch hier mal eine 1.20.3 und wird da von einem F2002 aufgehalten, aber das ist einfach verrückt. Also der Red Bull RB6, der ist einfach verdammt krass und ja, ich glaube, man merkt, warum ich mich auch vor allem so schwer getan habe, dem Kollegen hier immer wieder zu folgen, aber insgesamt war es einfach ein wunderschönes Rennen, es hat mega viel Spaß gemacht. Die Pace vom McLaren, die ist auch sehr, sehr heftig. Auch den hätte ich in schnellen Kurven nicht so schnell erwartet, tatsächlich. Wobei, eigentlich ist es relativ logisch, denn irgendwo musste er ja seinen Nachteil kompensieren, dass er keine Traktionskontrolle mehr hat. Im Zeitvergleich zumindest. Ich rede jetzt vom Zeitvergleich. Ihr wisst wahrscheinlich noch nicht, was genau ich meine, aber auf jeden Fall, in den schnellen Kurven ist er schnell, in den langsamen Kurven hat er ein paar Problemchen, dadurch, dass er halt einfach keine Traktionskontrolle mehr hat. Aber insgesamt in der Summe, zumindest auf dieser Strecke, schneller sogar als der F2007. Also sehr, sehr interessant. Wobei, hier ist auch ein F2007 gewesen, der eine deutlich schnellere Zeit hinbekommen hat. Also vielleicht ist es auch ein bisschen fahrerabhängig. Man weiß es nicht. Aber insgesamt, glaube ich, kann man festhalten, dass wir ein schönes Rennen hier hatten. Das hat viel, viel Laune gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr, sehr viel Spaß. Ich schalte mal ins Replay während der Abmoderation. Ja Leute, das war der Renault R26. Die restlichen Classic Cars gibt es auch nochmal als jeweiliges Gameplay-Video. Ansonsten in die Beschreibung schauen, dort gibt es dann entsprechend auch die verschiedenen Playlists zu der Karriere und zu den Guide-Videos. Ansonsten, oh ja, beim Start nochmal ganz kurz aufs Gras gekommen und dann außen ja, wahrscheinlich ein paar Plätze nochmal gut gemacht. Jawohl, sehr, sehr spät auf der Bremse. Kann man gut machen in der F1 2017 anscheinend auch. In 2016 hat es auch gut funktioniert. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ansonsten, wenn ihr Bock aufs Spiel bekommen habt, wie immer, Link in der Beschreibung. Da könnt ihr es euch bestellen. Und ich bedanke mich an der Stelle vielmals fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Dann geht's wieder weiter mit F1 2017. Haut rein!